Ich will drei Bilder machen, die alle nur unter UV-Licht zu sehen sind. Und jedes davon soll einen anderen Effekt haben. Der Effekt, um den es heute geht, ist Fluoreszenz. Nächste Woche geht's weiter mit einem Bild, das im Dunkeln leuchtet. Ihr habt das schon immer cool gefunden, wenn Sachen im Dunkeln geleuchtet haben. Ich habe das erste Mal gesehen, da war ich 12 Jahre alt in der Schule und da hat jemand ein T-Shirt angehabt, das man mit einer Taschenlampe aufladen hat können und dann hat das an den Stellen im Dunkeln leuchten können. Und gerade in den letzten Monaten habe ich immer mehr TikToks, YouTube-Videos und Co. gesehen, wo Leute mit Leuchtpigmenten Kunst gemacht haben. Und ich finde das so cool, ich habe einfach gewusst, dass ich das ausprobieren muss. Ursprünglich wollte ich dann ein Bild auf meine Schlafzimmerwand malen, so dass am Tag alles wie eine leere weiße Wand ausschaut und dann in der Nacht, wenn ich alle Lichter abdrehe und schlafen gehe, dieses Bild an meiner Wand wie aus dem Nichts erscheint und leuchtet. Ich habe aber ein bisschen Commitment-Issues, wenn es darum geht, meine Wände anzumalen. Und deshalb habe ich mich dann doch dafür entschieden, einfach Bilder zu machen. Und habe dann aber feststellen müssen, dass es dann noch ein weiteres Problem gibt, denn ich muss die Farbe ja irgendwie aufladen. So Farbe, die im Dunkeln leuchten kann, muss zuerst einmal mit UV-Licht aufgeladen werden, damit man diesen Effekt überhaupt sehen kann. Und in mein Zimmer fällt einfach nicht genug Sonnenlicht, als dass das gut funktionieren würde. Es gibt zum Glück eine einfache Lösung dafür, nämlich eine UV-Lampe aufzustellen. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich schon extra eine UV-Lampe aufstelle, um dieses Bild zu aktivieren, dann mache ich gleich mehrere Bilder, die alle einen Effekt unter UV-Licht zeigen. Die richtige Farbe für das Bild zur Fluoreszenz zu finden, war ziemlich einfach, weil es da fertige Acrylfarbe gibt, die fluoreszierende Moleküle enthält, nämlich die optischen Aufheller. Für das Bild zum Thema Phosphoreszenz wird es zwar auch eine fertige Farbe geben, ich habe mich aber dafür entschieden, mit Pigmenten zu arbeiten. Einerseits, weil ich es einfach ausprobieren möchte, um zu sehen, wie sie das unterscheidet. Andererseits, weil ich die Pigmente auch noch für zukünftige Projekte brauche. Und es sich deshalb einfach nicht lohnen wird, da jetzt extra Acrylfarbe zu kaufen, wenn ihr sowieso Pigmente braucht. Das erste, was ihr also machen muss, ist die richtigen Pigmente zu finden und das war gar nicht einmal so einfach. Ich suche jetzt gerade nach dem richtigen Pigment und zwar muss es drei Kriterien erfüllen. Es muss in normalem Licht weiß sein, es muss blau leuchten und vor allem muss es auch leuchten, wenn ich die UV-Lampe ausgeschaltet habe. Das Ding ist, es gibt einige Shops, die als Produktnamen Glow in the Dark schreiben und in der Produktbeschreibung dann aber von fluoreszierenden Pigmenten sprechen. Und bei ganz vielen wird einfach überhaupt nicht spezifiziert, ob das jetzt fluoreszierende oder phosphoreszierende Pigmente sind, sondern da steht einfach nur Tagesleuchtfarbe, Nachtleuchtfarbe, teilweise auch nur lumineszierend oder bei manchen auch Color Changing. Ich habe dann sehr viel Zeit mit Recherche verbracht, weil mir aufgefallen ist, dass viele Pigmente nicht richtig beschriftet sind. Ich habe dann die ganzen Begriffe, die von Shops verwendet werden und die dazu passenden wissenschaftlichen Begriffe mal in dieser Tabelle zusammengefasst. Falls du also selber mal so Pigmente suchst, kann dir das hoffentlich dabei weiterhelfen, damit du auch wirklich das findest, was du gern haben möchtest und du dann nicht beim Auspacken enttäuscht wirst, weil das Pigment vielleicht nicht die Eigenschaften hat, die du dir erhofft hast. Ich habe jetzt das gefunden, das denke ich richtig ausschaut. Und ja, ich werde das jetzt einfach einmal bestellen. Und dann werden wir sehen, ob das auch das ist, was ich mir vorgestellt habe. Der Test an sich lief ziemlich gleich ab wie der vom Bild zum Thema Fluoreszenz. Ich habe ein Acrylpouring mit zwei weißen Farben gemacht, wovon eine die phosphoreszierende Leuchtfarbe war. Und ich habe auch hier verschiedene Techniken ausprobiert, die ich im fertigen Bild dann nicht verwendet habe, weil ich dann doch einfach ein ganz klassisches Acrylpouring gemacht habe. Dadurch, dass ich das reine Pigment ins Pouring-Medium gemischt habe, hat es dazu geführt, dass die Leuchtfarbe auf diesem Bild viel dünnflüssiger ist und dadurch sind im fertigen Bild viel feinere Linien entstanden. Übrigens, auch das Pigment selber unterscheidet sich strukturell von dem Farbstoff, den ich beim ersten Bild verwendet habe
Und ich sage auch ganz bewusst Farbstoff, weil es sich dabei um ein organisches Molekül handelt, während das phosphoreszierende Pigment über eine Kristallstruktur aufgebaut ist. Und diese Kristallstruktur ist das, was das Nachleuchten überhaupt ermöglicht, weswegen man diese Pigmente auch nicht so fein malen darf. Ich habe das zwar bei meiner Recherche gelesen, dass dem so sein soll, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass das wirklich so einen krassen Unterschied macht. Und dann habe ich das ausprobiert und habe ein bisschen was von einem phosphoreszierenden Pigment gemörsert, bis es ein ganz feiner Staub und nicht mehr wie so ein feiner Sand war, und mit dem ursprünglichen Pigment verglichen. Und der Unterschied in der Leuchtkraft und in der Leuchtzeit war so krass. Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, dass es wirklich so einen argen Unterschied macht. Und deshalb kann ich nur sagen an dich, wenn du gerade dieses Video schaust, wenn es irgendwas gibt, was du gern wissen möchtest, was du gern ausprobieren möchtest, dann mach das, experimentier und probier Dinge aus, weil das ist der Kern der Wissenschaft, sich Sachen zu überlegen und das auszuprobieren. Und das ist genau das Schöne daran, dass man selber Experimente machen kann und zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Und dafür braucht man kein riesiges Labor. Das kann man oft mit Dingen machen, die man schon zu Hause hat. Apropos Wissenschaft. Ich persönlich finde ja die Frage, warum das jetzt zum Leuchten anfängt und wie das funktioniert, super spannend. Deswegen mache ich ja diese ganze Videoreihe. Und deswegen möchte ich euch kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert. Fluoreszenz und Phosphoreszenz sind beides Arten der Photolumineszenz. Wenn man photolumineszierendes Molekül mit UV-Licht bestrahlt, dann kann es die Energie von den Photonen aufnehmen und diese Energie anschließend wieder als sichtbares Licht abgeben. Dabei wird unsichtbare elektromagnetische Strahlung in sichtbare umgewandelt, sodass wir das als Leuchten wahrnehmen können. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir haben ein Elektron, welches von einem Photon getroffen wird und die Energie aufnimmt. Dann kann es Teile dieser Energie an seine Umgebung abgeben, zum Beispiel in Form von Wärme. Und wenn es alles, was es kann, abgegeben hat, fällt es wieder zurück in den Grundzustand und gibt dabei selber ein Photon ab. So funktioniert die Fluoreszenz. Und dieser Prozess läuft innerhalb von Sekundenbruchteilen ab und wenn man die UV-Lampe ausschaltet, ist dieser Prozess auch vorbei. Das heißt, man sieht da kein Leuchten mehr. In manchen Materialien ist es aber möglich, dass das Elektron in einen Zwischenzustand übergeht, den man in der Chemie Triplet-Zustand nennt. Und wenn das Elektron dann von dort aus seine restliche Energie abgibt, nennt man das Phosphoreszenz. Und je nachdem, was das für ein Material ist, kann das Elektron mehrere Sekunden, teilweise sogar mehrere Stunden in diesem Zwischenzustand bleiben. Und dadurch entsteht dieses Nachleuchten, was man eben teilweise die ganze Nacht übersehen kann. Dass das Elektron einen Teil seiner Energie an die Umgebung abgibt, ist übrigens extrem wichtig dafür, dass wir dieses Leuchten überhaupt sehen können. UV-Licht hat so viel Energie, dass seine Wellenlänge nicht mehr im sichtbaren Bereich liegt. Wenn das Licht aber an Energie verliert, weil das Elektron, das es aufgenommen hat, diese Energie abgibt, dann verschiebt sich diese Wellenlänge und dann können wir das Licht, das das Elektron aussendet, auch sehen und als Leuchten wahrnehmen. So. Genug Theorie, genug Wissenschaft, kommen wir zum Bild.
Das war Teil 2 dieser Videoreihe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und nächste Woche wird es um ein Bild gehen, das zwar nicht leuchten kann, aber dafür seine Farbe verändert. Und damit auf unerwartete Weise dafür gesorgt hat, dass das ganze Projekt fast ein bisschen gescheitert ist. Wenn du das nicht verpassen möchtest, solltest du auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum größten Fail dieses ganzen Projekts.